Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier nach wie vor auf der Bucht von Marakai und im Dorf des Marakai-Stammes und stehen vor dem Häuptling dieses Stammes. Wir haben die erste Aufgabe erfüllt und gehen jetzt Bericht erstatten. Also, Zalo hat die Tatze des Schwarzen Jägers. Zalo hat die Tatze des Schwarzen Jägers. Ja, das habe ich erwartet. Zalo war immer das Schnellste. Nun denn, hier ist die zweite Aufgabe. Es ist die Prüfung der Schwäche. Jeder Krieger wird seine eigene Aufgabe erhalten. Eine, von der er am wenigsten versteht. Ich werde Salus Weisheit auf die Probe stellen und Hakekes Fähigkeiten der Pferdensuche. Was? Das gibt doch keinen Sinn. Das wird den beiden nicht gefallen. Das ist ja großartig. Ist dir das ganz allein eingefallen? Boah. Das wird den beiden nicht gefallen. Es ist der einzige Weg, um herauszufinden, wer über seinen Schatten springen kann und wer nicht. Geh zu Zalo und sag ihm, dass ich ihn zu sehen wünsche. Ich werde ihm drei Fragen stellen und sehen, ob seine Weisheit ausreicht, sie mir zu beantworten. Wenn er es schafft, soll seine Prüfung bestanden sein. Wir speichern da gleich mal, weil die Prüfung dürfen wir wahrscheinlich beantworten. Also gleich mal speichern, weil das werde ich schon mal verkacken. Das weiß ich jetzt schon. Also hier, so, und ja. Und dann gehen wir an. Ja, na großartig. Steht er bei seinem Haus? Wahrscheinlich nicht. Ich nehme mal stark an, dass er unten stehen geblieben ist. Ja. Betet zu den Ahnen! Schaut so aus. Nanu? Hä? Wo ist er denn? Hallo? Da, na, das ist Chani. Wo ist er denn hin? Ist er scheinbar doch im Dorf. Jo, schaut's aus. Warte mal ganz kurz. Das ist schon wieder unlogisch. Wo ist er denn hin, der Kerl? Achso, das hilft mir jetzt gerade nichts, ne? Hakeke. Zalo ist im Dorf, wie es ausschaut. Na toll, war das jetzt wieder. Toll, toll, toll. Stand er nicht normal da unten bei seinem Haus? Naja, so ist. Dann steht er halt woanders. Oder jetzt halt bei seinem Haus. Ja. Betet zu den Ahnen! Damit ihr einen Platz im Reich der Toten erhaltet. Ich bin einfach nur doof. Damit ihr nicht ich war beim falschen Haus. Naja, nun kommt die Prüfung der Schwäche. Chakadatu wünscht dich zu sehen. Du sollst ihm deine Weisheit beweisen. Er wird dir drei Fragen stellen. Chi, ich wusste, dass so etwas kommt. Aber ich habe vorgesorgt. Jetzt kommt's. Genau für diese Aufgabe habe ich dich als meinen Hallmark erwählt. Ich hab's gewusst. Ich habe doch keine Ahnung, was Tatu wissen will. Ich werde mein Bestes geben. Und ich hoffe für uns beide, dass es reicht. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Gute Nacht. Oshi, der Shaganumbi. Was du nicht schaffst, hätte Potaka und ich auch nicht geschafft. Oh, er ist so nett. Du klingst ja sehr entspannt. Was ist, wenn ich versage? Dann haben wir verloren, ne? Game over. Klingst sehr entspannt. Du klingst ja sehr entspannt. Ich dachte, du willst Häuptling werden. Du bist mein Hallmark. Wenn du zweifelst, entehrst du mich. Verstehe. Dann geh mal rüber zu Datu. Nein, warte. So kannst du doch nicht dahin gehen. Ich soll doch die Fragen beantworten. Verstehe, ich soll dich mit einer Voodoo-Puppe übernehmen. Ja, Malaika wird uns eine bauen. Das kann ich selbst. Wirklich? Ja, ich schätze, du hast dir nicht den schlechtesten Hallmark ausgesucht. Uwamba, jetzt bin ich beeindruckt. Besser nicht so überheblich. Noch hast du die Puppe nicht. Ich setze ganz auf deine Hilfe, wenn's nicht klappt. Du brauchst mich dafür nicht. Malaika wird dir helfen.
Gib mir eine Haarsträhne von dir und ich baue eine Voodoo-Puppe. Gib mir eine Haarsträhne von dir und ich baue eine Voodoo-Puppe. Na gut. Aber wenn du nicht genau weißt, was du da tust... Dann gehe ich zu Malaika, klar. Gib schon her, ich mach das schon. Hier hast du mein Haar. Geh und bau die Puppe, Halmak. Damit ihr Jawohl. Nicht rastlos bis zum Ende aller Tage... So, die war jetzt aber schon das Voodoo mit ihrem der Kessel... Hieke ist bei uns. Warte. Das Voodoo der Hieke ist bei uns. Sie werden euch begleiten. Malakai, ja. Wo kriege ich jetzt so ein Altar her? Sie darf euren Geist nicht beherrschen. Angst macht schwach. Habe ich das gelesen? Die Häuptlinge treten gegeneinander an, um das Kriegsbeil für immer zu begraben. Das Haupt des Verlierers soll getrocknet und als abschreckendes Beispiel aufbewahrt werden. Die Trophäe wird schließlich auf dem Grab des Gewinners aufgestellt. Das letzte Duell der Häuptlinge gewann der Chaka des Shaganumbi-Stamms. Den Schrumpfkopf habe ich schon gefunden. Pfui. Ich brauche ein Voodoo-Altar. Macht euch frei und lasst euch führen. Endlich muss man speichern. Alles ergibt einen Sinn. Hallo. Du kennst dich mit Voodoo-Puppen aus, oder? Du kennst dich doch mit Voodoo-Puppen aus, oder? Chi, sehr gut. Warum? Ich habe mich gerade gefragt, was ich machen müsste, um hier bei euch eine zu bauen. Einige Zutaten dafür kann ich dir verkaufen. Eine Puppe, Zähne, Augen und Jade brauchst du. Mit dem Haar deines Opfers gehst du dann zum Altar, oben am Ritualplatz und baust die Puppe. Ah ja, da oben war einer. Genau. Ach ja, danke dir. Zeig mir die Ware. Zeig mir deine Ware. Ja, bitte, du. Die Äuglein haben wir 5, Zähne haben wir genug, unsere dritten nämlich auch, Jade haben wir auch, Voodoo-Püppchen haben wir auch noch eine. Ich nehme mir trotzdem eine, nehme ich mit noch. Als Reserve. So. Für den Fall, dass wir irgendwann mal wieder eine brauchen. Ich bedanke mir. Das Haar haben wir auch. Der ist mit offenen Stimmt, Armen da oben war einer da. Ich bin so vergesslich. Fürchterlich. Da ist er ja. Servus. So. Salus Haar. Genau. Bam, 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 bam. Gut. So. Lalala. Da müssen wir die Voodoo-Püppchen. Das Voodoo-Püppchen da anziehen, also ausrüsten. So. Und dann werden wir unseren Freund hier verzaubern. Aber bevor wir das tun, natürlich wird gespeichert, weil ich weiß jetzt schon, dass ich versagen werde. Zu 90%. Hört, meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision und die Tiva sprach zu mir. Das Dunkel kommt aus dem Wasser zu uns. Ha! Oh, dann gehen wir sauber. Lalilalila. Das ist ja Schummeln, oder? Ich finde, das ist voll Schummeln. Hoffentlich kommt der Häuptling nicht dahinter, aber er müsste dann unsere Schlauheit eigentlich jetzt schon einen Pluspunkt geben. Na dann? Na endlich. Warum dauerte das so lange? Ich hatte noch etwas zu erledigen. Kein guter Anfang. Stell mir die drei Fragen der Prüfung der Schwäche. Stelle mir die drei Fragen der Prüfung der Schwäche. Was soll das? Keine standesgemäße Begrüßung? Wo sind deine Manieren, Salu? Muss ich jetzt erst eine Knicks machen oder so? Du redest schon wie dein Halmak. Keine gute Wahl. Dieser Gucho hat einen schlechten Einfluss auf dich. Scheiße. Ach komm, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Schluss damit. Lass uns nun deine Weisheit prüfen. Okay. Er ist nicht weise. Okay, passt. Er ist nicht dahinter gekommen, dass wir da Voodoo benutzen. Ich bin bereit. Moment, ich muss vorher noch mal kurz im Busch verschwinden. Entschuldigung. Geht schon. Ich bin bereit. Also, hier ist die erste Frage. Was verschlingt alles, was es berührt, aber ist doch nicht? Oh, nee. Ich glaube, die Finsternis.
Ich bin so schlecht in Querdenkerrätseln. Die Finsternis. Ja, die Antwort ist richtig. Aber die Frage war auch nicht besonders schwer. Dann mit der zweiten Frage. Wie lautet die zweite Frage? Was kann nie verliehen oder verdient werden, wird aber oft verschwendet. Nochmal. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Was kann nie verliehen oder verdient werden, wird aber oft verschwendet. Zeit oder Leben? Ich würde eher sagen, die Zeit. Die Zeit. Gut, das ist richtig. Stell mir die dritte Frage. Stell mir deine dritte Frage. Was essen die Toten? Und wenn es die Lebenden essen, sterben sie eines qualvollen Todes. Giftige Pilze, Dreck, die Seele. Nichts. Wie war das? Ich glaube nichts. Nichts. Ja, deine Antwort ist weise. Okay, war's das jetzt? Okay, war's das jetzt? Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Ich sehe die Prüfung der Schwäche als gemeistert an. Gut gemacht, Salu. Ah ja, sehr schön. Geh nun. Ich werde sehen, wie es um Hakekes Prüfung bestellt ist. Juhu, wir sind schlau. Ah, das hast du fein gemacht, Zoki. Brav. Ich meine, in dem Fall sind Querdenker-Rätsel recht einfach, weil man Auswahlmöglichkeiten hat, was man antworten kann, ne? Aber wenn mir jetzt jemand einfach so eine Frage stellt und ich habe keine Auswahlmöglichkeiten, jo. Das klappt gar nicht. Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Ja, ja. Hört machen wir noch weg. Und? Wie schaut's aus? Ich habe Datus Fragen beantwortet. Und was sagt er? Alles gut. Ich habe die Prüfung für dich bestanden. Gut gemacht. Dann lass uns gleich die letzte Prüfung vornehmen. Hakeke hat die zweite Aufgabe erfolgreich gemeistert. Mhm. Verstehe. Dann wird's jetzt spannend. Ja. Was ist das? Geh zu Datu und lass dir die letzte Aufgabe geben. Woher weißt du das? Wie sie euch nachts den Schlaf raubt. Der Untergang. Vielleicht hat das geträumt. Lalilalila, wir sind gar nicht schlecht. Boah, ich bin echt zufrieden gerade. Ich habe wirklich gedacht gehabt, dass ich mich blöder anstellen werde. Aber dadurch, dass man, wie gesagt, diese Antwortmöglichkeiten hat, kann man abschätzen, eventuell was passen könnte. Also ich hatte nur Glück, ja? Das hat jetzt nichts mit Wissen zu tun bei mir. Ja? Ne? Hm. Wisst ihr. Salu will seine nächste Aufgabe haben, bitte. Salu will seine nächste Aufgabe. Nun denn, hier ist die letzte Prüfung. Es ist die Prüfung der Stärke. Mhm. Beide Herausforderer sind große Kämpfer. Ein jeder der Beste in seiner Kampfart. Der eine im Kampf Mann gegen Mann, der andere im Kampf mit dem Wurfspeer. Ein Kräftemessen wäre immer unfair, auf die eine oder die andere Weise. Okay. Wie willst du dann herausfinden, wer der Stärkere ist? Dann lassen wir das und überspringen einfach die letzte Prüfung. Wie willst du dann das herausfinden? Ne? Wie willst du dann herausfinden, wer der Stärkere ist? Ich habe entschieden. Die Herausforderer werden ihr Können in der Auswahl der richtigen Waffengefährten unter Beweis stellen. Die beiden Halmax werden gegeneinander kämpfen. War klar. Ich hab's geahnt. Geht und bereitet euch darauf vor. Der Kampf wird auf dem Ritualplatz stattfinden. Uwanda! Davonga Gujo Halima! Ono Takapo! Das ist wieder typisch, ne? War so klar. Boah. Wir müssen schlafen gehen. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Und deshalb werde ich mich hinlegen und ja. Der Untergang ist besser. Nahe. Der Thron hebt über das. Gutes Nächtle. Bis zum nächsten Morgen. Vielleicht regnet es dann auch nicht mehr. So. Gut. Ah, die Kiste haben wir auch noch nicht.
Sheko, was suchst du? Der Tod fegt über das Land. Ich habe ja nur geschlafen. Das steht mir wohl zu. Damit ihr einen Platz im Reich der Toten erhaltet. Damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller Tage. Der lässt mich nicht sein Haus ausrauben. Vielleicht, wenn er mal schläft oder so. So. Na dann. Und? Was hat Dato gesagt? Ja. Ein Zweikampf zwischen euren beiden Hallmarks soll die letzte Prüfung entscheiden. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe für dich. Wenn du das sagst. Ein Kampf um die Ernennung des neuen Chaka. Was kann mehr Ehre bedeuten? Na schön, aber das heißt nicht, dass es mir gefällt. Gut, dann geh und besiege Hallmark Daiki. Aber gib Acht, Daiki ist sehr flink. Damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller Tage im Dunkeln wandern müsst. Das Voodoo der Hike ist bei uns. Sie werden euch begleiten. Der hat so ein Klischee. Hab keine Angst, so, meine Freunde. Na, Schnucki. Sie darf... Sie darf euren Geist nicht beherrschen. Angst macht schwach. Macht euch frei und lasst euch führen. Alles ergibt einen Sinn. Das Schicksal wird jetzt den belohnen, der es mit offenen Armen und sehenden Auges empfängt. Denkt an meine Worte. Haben wir jetzt unten stehen? Anna, sind die da? Salu und Hike. Sind die alle da? Hört, meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision. Hack Hike. Na dann. Oh, Madonna mia. Und so. Geh deines Weges, Pirat. Ja, die Frage ist, wo ist das jetzt? Die Tivas sprachen zu mir. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Wo ist dieser Platz? Wo muss ich da jetzt hin? Tatu. Aha, der ist irgendwo in der Nähe. Ah, in der Höhle etwa? Das könnte sein. Das würde das Ritualplatz durchgehen, oder? Eine Höhle. Dann ist er hier unten drum. Was? Die habe ich gar nicht ausgeplündert, die Erzader? Oh, das machen wir noch schnell. Horuk. 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 Sehr gut. So. Lalala. Aha, es ist wieder dunkel. So, jetzt müsste es besser sein. Lalala. Wieder richtig? Ich hoffe doch. Ich glaube nicht, dass wir da richtig sind. Da kommen wir nur irgendwo anders raus, oder? Das ist ja kein Ritualplatz, oder schon? Oder nein, aber doch. Nee, oder? Ja, eben, Blödsinn. Na, wo ist er denn? Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Hört ihr, wie sie euch nachts den Schlaf raubt? Der Untergang ist ich nahe. Bin verwirrt. Ist er dann unterhalb? Betet zu den Ahnen, wo ist denn das? Damit ihr einen Platz im Reich der Toten erhaltet. Damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller Tage im Dunkeln wandern müsst. Das Voodoo der Hieb. Endlich ist er still. Ist er dann da unterhalb? Ja. Ich hab grad überhaupt keinen Schimmer, wo der ist. Tavaloa, Hoshi. Shekumaloche? Ja.
Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wo der ist. Scheiße. Den muss ich suchen gehen. Bis zum nächsten Part habe ich ihn dann gefunden. Da bin ich mir recht sicher. In Klammer hoffentlich. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!